Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, dass ich mit diesem kurzen Einleitungsvideo eine öffentliche Playlist eröffnen darf zu den Aufzeichnungen von Vorträgen auf der Tagung Konstruktionsgrammatik germanischer Sprachen vom 25. und 26. März 2022 in Dresden. Die ganze Veranstaltung war hybrid organisiert, das heißt, wir haben in Präsenz getagt. Es gab aber Zuschaltungen in zwei Videokonferenzen für unsere Sektion am Nachmittag und das Ganze wurde auch live nach YouTube gestreamt, so die Vortragenden dem zugestimmt hatten. Es freut mich, dass wir jetzt in der Lage sind, einen Großteil der Vorträge einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und für alle Interessierten die Möglichkeit offerieren, diese Inhalte nachzunutzen, die jetzt nach und nach in dieser Playlist mit eingestellt werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich auch die Streams ganz am Schluss der Playlist einsortiert habe. Allerdings achten Sie darauf, dass ich mir dann dort nicht die Mühe mache, 8 Stunden in Kapitelgliederungen zu zerlegen, wenn Sie die Vorträge, die Sie in dem öffentlichen Programm einsehen können, sowieso über eigene Aufzeichnungen und Ausschnitte direkt ansteuern können. Es bleibt mir zum jetzigen Zeitpunkt nur noch einmal ein Dank an alle Vortragenden für ihre Beiträge zum Gelingen der Tagung und an mein Team in Dresden. Namentlich sind das Marlene Rummel und Sophia Seemann und darüber hinaus Imke Heine, Veronika Saalbach und Henry Wehmeyer sowie Monika Lüttke, die zum Gelingen der Tagung ganz wesentlich beigetragen haben. Gefördert wurden wir von der Fritz-Thyssen-Stiftung für Wissenschaftsförderung und ich hoffe, dass ich Sie alle bei nächster Gelegenheit wiedersehe und dass es möglicherweise weit vor 2030 sein wird, wenn wir möglicherweise in 10 plus 2 plus 8 uns wiedersehen zu einer Bestandsaufnahme der Konstruktionsgrammatik innerhalb der germanistischen Linguistik oder über andere Nationalphilologien, über die wir im Moment im Gespräch sind. Bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch und hoffentlich auf ganz bald. Tschüss.